Was kosten uns die Krisen dieser Welt, etwa die Flüchtlingskrise? Was bedeutet es, wenn die EZB es nicht schafft, mit Null- oder sogar Minuszinsen die Konjunktur wieder ins Laufen zu bringen? Was bedeutet es, wenn das Weltwirtschaftswachstum möglicherweise stagniert, wenn China ausfällt? Krisen über Krisen, vielleicht auch eine Krise des Kapitalismus, das möchte ich besprechen mit Professor Hans-Werner Sinn, Präsident des IFO-Instituts, den ich sehr herzlich begrüße. Vor lauter ökonomischer Krisen wissen wir ja gar nicht mehr, wie die Lösungen aussehen können. Können Sie uns Lösungen präsentieren? Also wenn ich die Lösungen hätte, wäre ich glücklich. Aber die Lösung ist bestimmt nicht jetzt einfach so weiterzumachen, sondern man muss auch mal den einen oder anderen Konkurs einer Bank, eines Staates akzeptieren. Das ist so ein Reset-Knopf, auf den man drückt und dann kann es wieder losgehen. Wie dramatisch ist denn aus Ihrer Sicht die Situation? Naja, wir haben seit 2007, 2008 eine fortwährende Krise, die immer wieder aufflackert und dann auch mal wieder zur Beruhigung kommt hier in Europa. Wir haben Krisen in den Entwicklungsländern, Schwellenländern, Brasilien, Russland, nun wegen der Sanktionen. Neuerdings ist China in der Krise. Das macht uns auch große Sorgen, zumal die offiziellen Zahlen über das Wachstum irgendwie inkonsistent sind. Da gibt es Indikatoren dafür, dass China doch möglicherweise eine Rezession hat. Also das ist eine ungute Gemengelage. Die Börsen haben auch nervös reagiert zu Jahresbeginn. Unser IFO-Index für die deutsche Wirtschaft zeigt in der Erwartungskomponente nun auch einen deutlichen Rückgang. Die Exporterwartungen nehmen etwas ab. Aber ich würde es nicht überdramatisieren. Das ist ja nicht so, wie 2008 es war. Es ist nur so, dass diese Euphorie des letzten Jahres jetzt doch allmählich verflogen ist. Wir haben aber doch auch Entwicklungen. Sie haben gerade China angesprochen, da wollen wir später noch drüber sprechen. Entwicklungen wie die Flüchtlingskrise, die war so kaum vorauszusehen, zumindest in der Dimension nicht. Wir haben erst einmal eine Willkommenskultur gehabt, über die viel gestritten wird inzwischen. Wir haben dann eine Frage der Organisation gehabt. Jetzt haben wir plötzlich auch eine Frage, was kostet uns das denn alles? Da werden auf europäischer Ebene einfach mal Milliarden hin und her geschoben. Da wird der Türkei ein großes Geldpaket angeboten. Was kostet uns denn diese Flüchtlingskrise wirklich? Kann man das schon abschätzen? Also die bloße Unterbringung im ersten Jahr kostet 20 Milliarden Euro von einer Million Leute. Ja. Langfristig ist es schwierig zu schätzen, weil die Flüchtlinge haben Pluspunkte und negative Aspekte. Positiv ist, dass sie jung sind. Wir brauchen ja junge Leute, weil Deutschland demografische Probleme hat. Die Babyboomer, die in den 60er Jahren geboren sind, sind jetzt 50 und in 15 Jahren wollen sie die Rente von Kindern, die sie nicht haben. Da muss man also wahrscheinlich durch Immigration nachhelfen. Aber sind die, die da kommen, diejenigen, die uns da wirklich helfen können? Ja gut, das ist eben genau der Punkt. Vom Alter her ginge es und wäre es genau richtig. Das sind Leute Anfang 20, aber sie müssen eben auch gut ausgebildet sein. Das sind die leider nicht. Das wissen wir inzwischen wohl. Also gut, wir wissen es noch nicht präzis. Wir wissen aber, wie die Ausbildung in den Herkunftsländern ist. Zum Beispiel in Syrien hat man Tests gemacht im Rahmen dieser TIMSS-Tests, die die OECD organisiert, oder auch PISA-Tests im Jahre 2011 und hat festgestellt, dass zwei Drittel der Hauptschulabgänger mit 15 Jahren nicht in der Lage war, die Grundrechenarten zu beherrschen. Das heißt, die konnten also nicht dividieren, nicht multiplizieren und so etwas, sind unter dem PISA-1-Niveau gewesen. Und das ist normalerweise die Schwelle zum Analphabetentum. Also da haben wir Probleme. Nun sind die gekommen, sind ja eine bessere Auswahl. Das sind ja nicht dieselben wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Aber man hat auch Untersuchungen in den türkischen Flüchtlingslagern gemacht und stellt fest, dass der Anteil der Leute unter PISA 1 nicht eben zwei Drittel ist, sondern nur noch 46%. Das ist auch noch sehr viel. Nun kann ja die von da jetzt über Griechenland nach Deutschland gekommen sind, wieder noch eine bessere Auswahl sein. Da haben wir aber noch keine Zahlen. Wir wissen aber, wenn ich das noch sagen darf, aus Bayern von den Handwerkskammern dort, dass 70% der Flüchtlinge aus Kriegsgebieten in den letzten 2 Jahren eine Lehre angefangen haben, sie inzwischen wieder abgebrochen haben.
haben. Also es spricht schon dafür, dass diese Menschen nicht in der Lage sind, den theoretischen Teil der Berufsschulausbildung zu erledigen. Jetzt hören wir immer wieder, man muss gerade in der Ausbildung, gerade in den Hilfsmaßnahmen, um dann in Jobs hineinführen zu können, helfen, unterstützen. Das heißt aber doch auch, das Bildungs- und Ausbildungssystem, was wir haben, von dem wir vorsichtig sagen können, da gab es viel Kritik in den letzten 20 Jahren, das muss jetzt noch mal eine Welle von zusätzlicher Anstrengung aufbringen, diese Menschen in eine Ausbildung, in eine Bildung hineinzuführen. Sie sagen ja gerade, das wird nicht so ganz einfach sein bei den Voraussetzungen. Das sind aber auch noch mal Kosten, die entstehen. Ja, das sind erhebliche Kosten, aber das sind Investitionen, die sich ja möglicherweise dann gut auszahlen. Also das ist alternativlos. Man muss sehr viel Geld in die Hand nehmen, um diese Menschen auszubilden. Die Berufsausbildung ist schon ein Problem, weil wir haben nur 40.000 freie Stellen und es sind 1 Million gekommen letztes Jahr. Das passt nicht ganz gut zusammen. Und wir müssen im Übrigen die Leute erstmal ausbilden in der deutschen Sprache. Wir müssen sie ausbilden in den Grundrechenarten. Sie müssen lesen und schreiben lernen in der lateinischen Schrift, was ja nicht ganz einfach ist, nicht? Wenn man aramäische Schrift gelernt hat, dann umzuschwenken auf die lateinische Schrift. Also das ist eine Aufgabe, die viele Jahre in Anspruch nehmen wird, bis sie überhaupt da sind, dass sie dann eine Berufsausbildung normaler Art hier machen können. Das wären jetzt die Kosten für Deutschland oder in einem Rahmen, in dem Deutschland dafür verantwortlich ist. Jetzt habe ich aber zu Beginn schon gesagt, im Augenblick wird so 1 Milliarde nach der anderen Ländern, wie zum Beispiel der Türkei, gegeben, um Flüchtlinge quasi abzuhalten, nach Deutschland zu kommen. Wir wissen nicht, wie dieses Experiment ausgeht, aber das kostet auch eine Menge Geld. Und wir wissen ja gar nicht, wie viel Geld da noch auf den Tisch kommt und im Zweifel an solche Länder vergeben werden muss. Können Sie sich da Summen vorstellen? Naja, vorstellen kann ich mir viel, aber das ist natürlich spekulativ. Im Moment redet man über 6 Milliarden Euro. Die Türken haben ja noch mal ihre Summe verdoppelt. Aber das wirkliche Problem bei der Vereinbarung mit der Türkei ist ja nicht dieses Geld, sondern es ist ein ganz anderes. Die Türken versprechen, die Syrer zurückzuhalten im Austausch dafür, dass sie selber kommen können. Also so groß ist der Unterschied ja nun auch nicht, nicht? Wenn wir Freizügigkeit für die Türkei herstellen, wenn wir die Türkei in die EU reinholen, dann kommen möglicherweise sehr viel mehr Türken nach Deutschland, als Syrer jetzt abgeblockt werden. Die Türkei hält den Schlüssel quasi in der Hand durch diese jetzigen Vereinbarungen und hat auf jeden Fall einen guten Deal gemacht. Weil immer dann, wenn wir nicht artig sind und nicht großzügig genug bei den Beitrittsverhandlungen sind, dann schicken sie wieder mal ein paar Flüchtlinge rüber. Und wenn wir dann versprechen, ihren Wünschen zu folgen, dann halten sie die Flüchtlinge wieder zurück. Ich finde, das ist keine gute Lösung, hier sich auf die Türkei einzulassen. Gehen wir mal auf die europäische Ebene, auf der wir ja jetzt schon bei den Flüchtlingen sind, und fragen mal, wie geht es eigentlich Europa? Sie haben in den letzten Jahren immer sehr deutlich gesagt, das, was da passiert, das könnte zu einem Bruch von Europa führen. Wir müssen auch Austrittsmöglichkeiten für einzelne Länder möglich machen, etwa für Griechenland. Ich habe noch mal einen Aufsatz von Ihnen nachgelesen, bei dem Sie von einem Endspiel des Euro sprechen, vor ziemlich genau einem Jahr, und gesagt haben, das kann im Grunde dazu führen, dass wir eine Dauerkrise der Eurozone haben. Sind wir da noch inmitten dieser Krise oder gibt es Anzeichen für eine Verbesserung? Nein, wir sind in dieser Dauerkrise, weil die Anzeichen für eine Verbesserung, die da sind, dass auf niedrigstem Niveau so ein bisschen Wachstum wieder da ist, das liegt daran, dass man den Ländern die Verschuldung wieder erlaubt. Sie können jederzeit durch Staatsverschuldung Scheinwachstum erzeugen, in dem Sinne, dass der Staat jetzt Geld in die Hand nimmt und Leistungen aus dem Privatsektor kauft oder auch Leute einstellt, die Gehälter zählen dann zum Sozialprodukt. Und die Binnenwirtschaft, die reüssiert, ja. Also die Restaurants, die Friseure und alles, was im Servicebereich ist, das können sie dann wieder hochziehen. Nur, das bleibt so lange künstlich, wie die Wettbewerbsfähigkeit des Landes gegenüber dem Ausland nicht wiederhergestellt ist. Und die können sie eher zerstören durch solche Maßnahmen. Weil je mehr Nachfrage sie vom Staat im Inneren des Landes schaffen, desto stärker halten sie die Löhne hoch und desto
eher ist die Wettbewerbsfähigkeit lediert. Das Problem im Süden ist, wenn man das vielleicht noch mal sagen darf hier, weil nicht alle Zuschauer das so vor Augen haben, als der Euro eingeführt wurde und angekündigt wurde, schon 1995 beim Gipfel von Madrid, gab es ja eine dramatische Zinssenkung, weil die Investoren der Welt dachten, naja, diese Länder können nicht mehr pleite gehen, ich kriege mein Geld immer wieder, und begnügten sich mit niedrigen Zinsen. Und bei den niedrigen Zinsen haben die Länder dann selber sich sehr stark verschuldet. Die Staaten haben sich verschuldet und haben die Löhne im Staatssektor erhöht. Privatleute haben sich verschuldet, Immobilien gekauft. Dann gab es einen Bauboom und die Gewerkschaften konnten die Löhne der Bauarbeiter erhöhen. Und diese kreditfinanzierten Lohnerhöhungen, die mit dem Produktivitätszuwachs in den Ländern gar keine Beziehung hatten, haben die Länder überteuert. Sie kamen also alle in eine Superinflation rein. Und das haben sie, hätten sie noch flexible Wechselkurse gehabt, hätten sie das durch eine Abwertung abblocken können. Aber sie haben ja jetzt den Euro gehabt und wurden relativ zu Deutschland und anderen nördlichen Ländern immer teurer und die Wettbewerbsfähigkeit verloren. Jetzt hängen sie mit ihren Preisen da im Himmel und sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir gleichen das aus. Erst haben wir in der Krise erlaubt, dass sie sich das Geld drucken, dass sie sich nicht mehr leihen können. Das ist das Stichwort der Tagesalden. Dann gab es fiskalische Rettungsschirme, um also die EZB zu entlasten. Dann gibt es unbegrenzte Rettungsversprechen seitens der EZB, um die Anleger zu beruhigen und sie zu veranlassen, immer wieder neue Kredite zu geben. Das Ganze zieht sich in eine Schuldenlawine hinein. Es wird eine immer größere Lawine, die, solange sie noch läuft, den Eindruck von einer gewissen wirtschaftlichen Stabilität bringt, aber in Wahrheit die Wettbewerbsfähigkeit nicht herstellt und die Massenarbeitslosigkeit bleibt hoch, die Leute sind unzufrieden, wählen radikale Parteien, siehe Griechenland, siehe Portugal, siehe auch Spanien. Und wir müssen ja sogar Angst haben, dass das in Italien eines Tages oder in Frankreich auch so passiert. Also der Euro ist noch lange nicht im sicheren Fahrwasser, sondern wir dümpeln so dahin mit unzureichenden Maßnahmen. Jetzt sollen die Zinsen in den negativen Bereich gedrückt werden. Dazu will die EZB den 500-Euro-Schein abschaffen, damit das geht. Warum? Weil heute schon ein Strafzins ja erhoben wird von der EZB bei den Banken. Die Banken möchten ausbüchsen, indem sie große Tresore füllen mit Bargeld. Das ist ein bisschen teuer, aber man kann es noch teurer machen, wenn man den 500er abschafft. Das vergrößert die Kosten der Bargeldhaltung und dann hat die EZB wieder ein bisschen mehr Spielraum, um Strafzinsen zu verlangen. Und das drückt letztlich die Zinsen immer weiter in den negativen Bereich. Wir haben schon Staatspapiere mit negativen Zinsen. Was ist, wenn die Leute auf ihre Sparkonten negative Zinsen kriegen? Wenn man Kredite zu Nullzinsen wirklich kriegt? Was ist das für eine Welt? Ich glaube, das wird ganz problematisch, weil wir in Deutschland in einem Immobilienblase hineingehen. Und wir kommen ja in eine verrückte Situation. Also ich nehme mal an, dass auch der Ökonom das verrückt findet, dass ein Zinspapier heute von einer Bank ausgegeben wird, das negative Renditen hat. Das heißt, wenn ich dieses Papier kaufe, verliere ich definitiv Geld. Da fragt sich jeder Sparer, jeder Anleger, was soll ich denn mit so etwas machen? Die Nachfrage ist aber da. Ist das eine verrückte Welt plötzlich? Ja, das ist eine ziemlich verrückte Welt. Das Einzige, was das verhindert, dass die Zinsen wirklich negativ werden, ist, dass es Bargeld gibt. Dann halten auch die Privatleute Bargeld. Aber wenn man das Bargeld sukzessive zurückdrängt, indem man die großen Scheine verbietet, dann macht man das dann ja unmöglich. Und dann hat die EZB die Macht, die Zinsen in den negativen Bereich zu drücken. Und das führt zu gewaltigen Umverteilungseffekten, nicht? Die Schuldner profitieren, weil die Gläubiger, die ihnen das Geld gegeben haben, selber die Schulden tilgen müssen, statt dass die Schuldner sie tilgen, nicht? Eine total verkehrte Welt. Und die Gläubiger verlieren natürlich. Wer ist der größte Gläubiger in Europa? Deutschland. Deutschland ist der zweitgrößte Gläubiger der Welt. Durch unsere großen Exportüberschüsse haben wir riesige Auslandsvermögen aufgebaut. Und diese Vermögen sollten sich ja hoffentlich verzinsen. Aber wenn wir jetzt Nullzinsen haben, fällt da einiges weg. Das kostet uns viele Milliarden jedes Jahr.
Ich bin kein Anhänger und Sie wahrscheinlich auch nicht von Verschwörungstheorien. Aber am 12. Februar haben die Euro-Finanzminister gesagt, wir wollen eine Obergrenze für Bargeld. Dann gibt es Diskussionen, Sie haben es gerade erwähnt, um den 500-Euro-Schein. Dann gibt es die Frage, brauchen wir eigentlich noch Bargeld? Ist es doch unglaublich praktisch, mit Kreditkarten und mit anderen Dingen zu bezahlen, bargeldlos. Haben Sie den Eindruck, dass dahinter wirklich eine Idee davon steckt, eine komplette Kontrolle über sämtliche Geldflüsse in Deutschland, in Europa irgendwann zu erreichen und damit auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei der Zinsfrage eine absolute Kontrolle über die Zinsen zu bekommen? Ja, letzteres auf jeden Fall. Ersteres wird gesagt, weil man die Kriminalität bekämpfen möchte. Das ist ja auch ein positiver Argument. Ein schönes Argument, es ist ja auch ein positiver Effekt. Aber die Wahrheit liegt natürlich eindeutig bei dem Versuch, die Nullzinsgrenze, die in der Existenz des Bargeldes begründet ist, wegzubringen. Sie können in der Marktwirtschaft normalerweise keine Zinsen im negativen Bereich haben, weil die Anleger dann lieber das Bargeld halten, wo es Nullzinsen gibt. Nicht? Und wenn es kein Bargeld mehr gibt, ist diese Grenze weg. Das ist lange ein Thema in der Wissenschaft gewesen. Wir haben am IFO-Institut Ken Rogoff gehabt, der im Herbst das propagiert hat in einem Vortrag. Ich meine, die Thematik ist mir bekannt, die ist allen Zentralbankern bekannt. Und genau darum geht es und um gar nichts sonst. Es geht nicht um die kleinen Kriminellen. Es geht darum, diese Untergrenze wegzubringen. Nun gibt es ein seriöses Motiv dafür. Das seriöse Motiv ist, dass man mit Nullzinsen bislang die Wirtschaft noch nicht auf Trab hat bringen können. Jetzt muss man in den negativen Bereich gehen. Aber das weniger seriöse Motiv ist, dass doch die Mehrheit der Schuldenländer, die wir im Euro haben, die meisten sind ja nun Schuldenländer, sich zusammengetan haben im EZB-Rat und die Schulden loswerden wollen, indem sie jetzt sich negative Zinsen genehmigen. Nicht? Das ist doch eine schöne Welt, wenn man selber die Zinsen machen kann. Ein wunderbares Mittel auch, um eine komplette Kontrolle über alle Geldflüsse zu bekommen. Sprechen wir mal über China. Sie haben es eben schon angedeutet. Selbst bei den offiziellen Zahlen muss man skeptisch sein. Und die offiziellen Zahlen, die wir gerade aus China bekommen, etwa am Einbruch der Exporte um ein Viertel, sind sehr, sehr schlecht. Es soll ein Wachstum von nicht mehr 7, sondern eher 4% sein. Vielleicht liegt es sogar drunter. Was passiert denn, wenn China nicht mehr so weiter wächst wie bisher? Ja, das ist nicht gut, weil das ein wichtiger Pol in der Weltwirtschaft ist und speziell auch für die deutsche Exportwirtschaft von erheblicher Bedeutung. Leider kann man diesen chinesischen Zahlen nicht wirklich trauen. Also ich kriege das nicht zusammengedanklich, dass das Land noch um 4% wachsen soll, was ja für chinesische Verhältnisse nur die Hälfte von dem ist, was sie gewohnt waren. Und andererseits die Importe aber Januar gegen Januar um 19% gefallen sind. Da drin steckt ein bisschen der Rückgang der Rohölpreise und Ähnliches, aber es ist ein dramatischer Rückgang auf jeden Fall. Und normalerweise fallen die Importe nur, wenn die Wirtschaftsleistung des Landes fällt. Da wächst dann nichts mehr, sondern schrumpft. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, die verschiedenen statistischen Informationen, die wir aus China kriegen, passen logisch nicht ganz zusammen. Und das macht mir große Sorgen, dass China vielleicht doch in einer stärkeren Schwierigkeit steckt, als offiziell zugegeben wird. Wir sind in einer wirklichen Krisenzeit, auch ökonomisch in einer Krisenzeit. Wenn Sie jetzt zurückschauen, hat es so etwas in Ihrer Laufbahn schon einmal gegeben, wie wir das im Augenblick erleben? Nee, nicht wirklich. Ich meine, es gab immer spannende Ereignisse. Die deutsche Vereinigung, aber das war ja eine positive Krise. Das war für die Russen eine Krise, aber es war für uns natürlich eine Erleichterung. Wir haben die Ölkrise gehabt. Ja, das war eine Krise. Das war zweimal 1974, 82. Solche Ereignisse gab es immer oder es gab irgendwelche Kriege. Aber die Massivität dieser Weltwirtschaftskrise, die also uns getroffen hat, die ganze westliche Welt getroffen hat im Jahre 2008 und noch nicht überwunden ist, die stellt schon alles in den Schatten und fordert den Ökonomen.
Es ist also eine sehr aufreibende Zeit gewesen, auch für mich in den letzten Jahren, das alles zu beobachten. Man wird gefragt, man muss sich informieren, man muss sich einen Reim drauf machen, was man da sieht, wohin führt das eigentlich. Manches versteht man noch nicht. Man sieht schemenhaft im Nebel irgendwelche Konturen und versucht es früher zu verstehen, vielleicht als andere. Viele sagen ja, es gibt einen Francis Fukuyama, der bekannt ist, der sagt, wir stecken da mitten auch in einer Krise der Demokratie. Denn das, was sich da entwickelt auf der Vermögensebene, ist ein weit auseinanderklaffendes Vermögen zwischen Armen und Reichen und eine immer kleiner werdende Mittelschicht, was letztendlich zu einer Frage auch der Demokratie-Repräsentanz wird. Haben Sie Sorgen um auch das politische System, weil die Krise der Finanzen, der Weltökonomie da ist? Ja, das kann ich nachvollziehen. Für das Innenleben mancher westlicher Staaten, insbesondere der USA, wo also die Einkommensverteilung schon sehr ungleich geworden ist. Wir haben ja über Jahrzehnte keine Reallohnsenkungen am unteren, Steigerungen am unteren Rand. Relativ sind die Löhne gefallen. Gleichzeitig sind die höheren Einkommen munter gestiegen, die Managereinkommen, auch die Vermögen sind gestiegen. In Deutschland sieht man das nicht. Da ist es nicht so. Wir haben keine Verstärkung der Ungleichheit der Nettoeinkommen in Deutschland. Jedenfalls nicht in den letzten anderthalb Jahrzehnten. Das ist verblüffend für manche, aber es ist so. Man kann das ja messen durch den Gini-Koeffizienten. Brutto hat die Ungleichheit zugenommen. Die Schröderschen Reformen haben einen Effekt gehabt, in dem ein Niedriglohnsektor geschaffen wurde. Also die Spreizung zwischen den hohen und den niedrigeren Löhnen hat zugenommen. Aber das wurde kompensiert dadurch, dass viele Leute einen Job gekriegt haben, die vorher gar keinen hatten. Das hat dann wieder Einkommen geschaffen und außerdem wurde ja von Schröder ein Lohnzuschusselement eingeführt, sodass in Deutschland ja niemand von seiner Händearbeit alleine leben muss. Der kriegt ja einen Zuschuss vom Staat. Also diese Elemente haben das in Deutschland im Griff gehalten. Deutschland ist auch das Land, das stärker umverteilt als so ziemlich jedes andere Land in der OECD. Wenn man jetzt das Ungleichheitsmaß, diesen Gini-Koeffizient bei der Bruttoeinkommensverteilung und der Nettoeinkommensverteilung vergleicht, das, was da an Unterschied durch den Staat erzeugt wird, dieser Unterschied ist in Deutschland fast am größten. Da gibt es noch zwei, drei andere Länder, die auch in der Spitze sind. Aber Amerika, das ist wirklich ein Thema, diese enorme Ungleichheit in Amerika, die da zugenommen hat. Jetzt muss man aber auch noch mal eins sagen zur Qualifizierung. Was sich hier zeigt, sind die Kräfte der Globalisierung. Wir sprechen als Ökonomen hier vom sogenannten Faktorpreisausgleich. Durch die Globalisierung wird es möglich, dass das Kapital in jene Stellen der Welt wandert, an jene Stellen wandert, wo die Löhne niedrig sind. Denn die Kapitalisten wollen Gewinn machen und gehen dahin, wo sie die Arbeiter billig kriegen. Und indem sie dahin gehen, ziehen sie da natürlich die Löhne hoch. Sie schaffen Jobs, sie konkurrieren gegenseitig um die billigen Arbeitskräfte und ziehen die Löhne hoch. Ja? Und der gleiche Prozess, der dort die Löhne hochzieht, drückt sie in den entwickelten Ländern, weil da das Kapital weggeht. Das ist eine Verringerung der Ungleichheit in der Welt, die wir sehen. Die hat sich dramatisch verringert, wenn man also mal misst, welche Leute in bitterer Armut leben, unter der 1,90-Dollar-Grenze. Das ist von 45% auf irgendwie, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, 15% runtergegangen in den letzten drei Jahrzehnten. Dramatisch. Und gleichzeitig hat die Ungleichheit, ich wiederhole das, zugenommen in den USA und das macht vielen Sorgen. Wenn man aber jetzt zwei Beobachter nimmt, die, glaube ich, sehr unterschiedlich sind. Robert Gordon, ein Ökonom, sagt, Produktivität und die Wachstumsraten der Vergangenheit sind vorbei. Das wird so nicht mehr weitergehen. Wir sind wirklich vielleicht an einem Punkt angelangt, wo, wenn zum Beispiel auch China nicht mehr so viel konsumiert wie vorher, ja auch der Absatz nicht mehr so funktioniert. Wir können das gut an den Automobilen sehen, die auch nicht mehr die Wachstumsraten im Verkauf haben in China, die deutschen, was direkte Einwirkung auf die deutsche Industrie hat. Goldman Sachs sagt, ja, das Weltwachstum steht am Scheideweg. Das kann man sicherlich als sehr unterschiedliche Positionen in der Grundpositionierung sehen, mit der eigentlich ähnlichen Aussage. Sind wir wirklich an einem Scheideweg auch des Kapitalismus? Also das fand ich ein bisschen für übertrieben. Ich kenne Bob Gordon ganz gut. Ich weiß, wie er denkt und argumentiert.
Ja, bestimmte große Erfindungswellen sind gewesen, aber keine Erfindungswelle hat man vorhersehen können. Warum soll denn das Ende der Erfindung sein? Und ich sehe im IT-Bereich ganz dramatische Dinge auf uns zukommen, die wiederum für viel Wachstum sorgen werden. Denken Sie an die Ökonomie 4.0, denken Sie an das selbstfahrende Auto und solche Dinge. Also, dass da ein Mangel an Innovation da ist, sehe ich nicht. Es ist nicht mehr das stoffliche Wachstum. Das ist ja auch vielleicht ganz gut für die Umwelt, dass wir nicht immer mehr Waschmaschinen und mehr Autos produzieren, sondern dass das Wachstum in Intelligenz besteht. Ja? Und Intelligenz hat seinen Marktwert, künstliche Intelligenz. Und diese Intelligenz kann man praktisch nach Belieben weiterentwickeln. Das ist ein Wirtschaftswachstum, das aber keinen stofflichen Charakter hat und die Umwelt nicht belastet. Also wäre ich da grundsätzlich nicht so pessimistisch. Was machen Sie, nachdem Sie die Präsidentschaft niederlegen, nachdem Sie sich zurückziehen, nicht mehr ganz zurückziehen, sondern auch noch aktiv bleiben? Was sind Ihre Projekte? Ja, erstmal lasse ich mich überraschen. Also ich weiß nicht genau, was da auf mich zukommt. Ich habe so wenig Erfahrung mit Pensionierung, aber ich habe vor, schon noch verschiedene Bücher zu schreiben. Also ein Projekt, das ich jetzt vor Augen habe, ist einmal ein Rückblick auf die Wirtschaftspolitik. Ich habe auch meine Abschiedsvorlesung über 50 Jahre Wirtschaftspolitik gehalten, sogar ein bisschen mehr, weil das bei mir 1991 anfing, als ich beim Bau der Mauer zufällig im Osten war und das gesehen habe. Am 12. August da. Und das hat mein politisches Bewusstsein geweckt. Also ich habe also seitdem so allerlei erlebt und aus subjektiver Sicht möchte ich das mal so zusammenfassen, weil ich so konsumtive und investive Phasen auch der Wirtschaftspolitik sehe. Und immer wenn eine Reformwelle war, dann gibt es anschließend das Gefühl, wir können uns alles erlauben, dann wird konsumiert und dann wird praktisch der Grundstein für die nächste Krise gelegt und dann kommt wieder eine Reform und dann geht es wieder bergauf und die Nachfolgeregierung konsumiert das dann wieder. Also solche politischen Zyklen interessieren mich. Dazu möchte ich mal was aufschreiben. Damit werde ich mich in den nächsten Monaten beschäftigen. Dann treibt mich nach wie vor das Klimaproblem. Da habe ich ja schon ein Buch dazu geschrieben und einige Aufsätze. Aber was mich besonders irritiert, ist der Glaube der Deutschen in diesen Zappelstrom, den Wind- und Sonnenstrom, der ja diese enormen Spitzen hat, geht rauf und runter. Und ab und zu stoßen die Spitzen schon beim Verbrauch an. Nicht? Und wir gleichen das alles aus, indem wir die konventionellen Kraftwerke dann abschalten. Aber mehr als abschalten können wir ja nicht. Wenn wir jetzt noch mal so viel grünen Strom kriegen, wie wir schon haben, dann sind wir bei 30% des Stroms Wind und Sonne, dann wird es schwierig. Dann können wir gar nicht weiter expandieren, weil wir dann Speichertechnologien brauchen und ich sehe nicht, wo die herkommen sollen. Das ist auch ein Thema. Also, Sie haben Themen genug. Wird der neutrale, analytische, als wir da sind, dann auch noch stärker emotional werden? Werden Sie sozusagen ein bisschen aus dem klassischen, traditionellen Ökonomen heraustreten und dann auch politisch noch eindeutiger und emotionaler Stellung beziehen? Nein, das sehe ich nur überhaupt nicht. Nein, nein, also ich werde mich der Wissenschaft wieder stärker widmen können, als es bislang der Fall ist. Aber ich bin natürlich schon der Meinung, dass man Wissenschaft nicht so steril verpacken kann, dass sie keiner versteht. Auch nicht so verpacken darf, dass sie nur mit Fachleuten kommuniziert werden kann. Dass das also ein Ringtausch von Ideen unter Ökonomen wird, sondern man hat ja eine Bringschuld für die Gesellschaft. Man muss am öffentlichen Diskurs teilnehmen. Dafür werden wir ja bezahlt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Steuerzahler nur Geld auf den Tisch legt, dass wir irgendwelche irrelevanten Wahrheiten herausfinden, sondern er will ja eine bessere Wirtschaft haben. Er will Rat für die Wirtschaftspolitik. Und die Wirtschaftspolitik kann nicht einfach nur vom Wirtschaftsminister gemacht werden oder von der Kanzlerin in ihrem Kabinett, sondern wichtige Fragen müssen ja in einer aufgeklärten Gesellschaft offen diskutiert werden. Und in diesen Diskurs muss man als Ökonom, als Volkswirt sein Fachwissen einbringen. Dafür ist man Volkswirt. Aber haben Sie nicht die Sorge,
dass bei dem Krisenszenario, was wir besprochen haben jetzt in den letzten Minuten, die Politik, die unter enormen Druck gerät, sagt, Ökonomen, haltet euch mal raus, wir wissen schon, wie die Lösung aussieht, dass sich die Politik stärker von den Ökonomen trennt? Ja, das ist immer meine Sorge, weil die Politik aus lauter Gesinnungsethikern besteht. Das heißt, das sind Leute, die tun das, was im Moment moralisch, ethisch vielleicht geboten ist, ohne zu schauen, was dabei rauskommt. Die Wirtschaft ist aber eine komplizierte Maschinerie, so eine große Dampfmaschine mit vielen Schräubchen. Ja? Und wenn ich an dem Schräubchen drehe, passiert was anderes als an dem Schräubchen. Und was mich interessiert, dass die Maschine zum Schluss zum Laufen kommt. Ich muss also meine Ethik auf das Endergebnis ansetzen und nicht auf die Schräubchen. Und das stört mich am öffentlichen Diskurs, dass man immer diese Schräubchen moralisch anmalt mit irgendwelchen Farben und danach entscheidet. Da kommt die Maschine nie richtig zum Laufen. Professor Hans-Werner Sinn, ich wünsche Ihnen dazu viel Energie und freue mich, wenn wir bei Phoenix Sie weiterhin sehen. Dankeschön für das Gespräch. Danke Ihnen.